freut mich sehr, heute Morgen da zu sein, weil es ein Anlass, Open Source an Schulen, der ist ja 2008, den wir damals im Rahmen der Informatik H08 gegründet haben. Und es ist genial zu sehen, dass der immer noch gibt, dass immer noch bekannte Gesichter hat, aber auch neue Gesichter. Von dem her freut mich da ein bisschen kurz auch einen Auftritt zu haben. Ich bin selber von der Uni Bern. Ich habe dort eine neue Forschungsstelle bekommen, digitale Nachhaltigkeit. Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit Open Source Software, wie Open Source Software genutzt wird, weiterentwickelt wird und so weiter. Wir machen aber auch Themen wie Open Data, Open Government, Netzpolitik allgemein, machen Vorlesungen, Masterarbeiten und so weiter. Und falls Sie mal etwas interessiert, können Sie mich gerne auch kontaktieren. Heute möchte ich zum Thema wie beantworte ich all meine Fragen rund um Open Source reden? Das ist etwas ein provokativer Titel natürlich. Alle Fragen werden wir wahrscheinlich niemals beantworten kommen, weil das Thema Open Source ist so spannend und so groß und so vielfältig, dass man da nicht alle Informationen, also kaum jemand alle Informationen haben kann. Trotzdem möchte ich Ihnen einige wichtige Informationsquellen kurz vorstellen. Zu Beginn aber noch ganz kurz sagen, warum muss man sich überhaupt selber zum Thema Open Source informieren? Es wurde schon ein paar Mal angesprochen, Open Source als das Thema, wo sich konkurrenziert, wo man eben proprietäre Systeme hat, aber auch wieder offene Systeme. Und was ist da das Spannungsfeld? Das ganz kurz, einigen Gedanken dazu. Ganz einfach gesagt, man muss sich selber informieren, weil Open Source eben keine Marketingabteilung hat und weil eben die anderen, die großen Firmen, sehr viel Marketing und Sales investieren. Wir werden nachher gleich sehen, was die heutigen Firmen an Marketing und Sales und Verkaufsaktivitäten investieren und sehen in dem Sinn Microsoft, Adobe und so weiter, das sind eigentlich keine Technologiefirmen, bloß gesagt, sondern es sind wirklich Marketing- und Sales-Firmen. Schauen wir uns mal an, beispielsweise generell, wer gibt wie viel Geld aus für Marketing? Marketing ist ja nicht einfach Geld, was dann irgendwo versickert, sondern es bleibt in unseren Köpfen hängen. Die bekannte Marke Coca-Cola, die geben ein paar Milliarden aus und das ist noch schnell auch im Bereich das, was die Technologiekonzerne heute im Marketingbereich ausgeben. Das bleibt in unseren Köpfen haften. Samsung, gerade beispielsweise letztes Jahr, weit mehr als Coca-Cola ausgegeben für Marketing. Und das ist jetzt noch nicht inbegriffen, was Sales und so weiter beinhaltet. Wenn wir dann schauen, das Schöne ist an diesen börsenkotierten Firmen, die müssen und dürfen da Berichterstattung geben. Und weit unten im Geschäftsbericht von Adobe sieht man beispielsweise, dass sie da rund 1,5 Milliarden Dollar ausgegeben haben 2012 für Marketing und Sales. Wohingegen eigentlich die ganze Forschung und Entwicklung bloß eigentlich die Hälfte ausgemacht hat. Also man sieht sehr deutlich, Technologie heute, da geht es einerseits sicher um die Entwicklung, aber nachher, wenn es mal da ist, muss man es dran verkaufen. Und das sind diese Milliarden fehlen halt typischerweise Open-Source-Bewegungen. Bei Apple ist es genau gleich, in dem Sinn auch hier 10 Milliarden für Marketing und Sales und Administration, und eigentlich nur weniger als die Hälfte davon für die Forschung und Entwicklung. Und unser Freund von Seattle, auch die geben natürlich sehr viel Geld aus für Marketing und Sales. Die haben Abteilungen in der Schweiz, sind x 100 Leute angestellt, eigentlich nur für Marketing und Sales. Das passiert nichts von Entwicklung in der Schweiz. Und das ist das, was durch Open Source ein großes Defizit hat. Einfach das eben immer im Hinterkopf behalten, wenn wir von Open Source und unserem Reputationsdefizit reden, das hat einen Grund, weshalb wir da einen gewissen Aufholbedarf haben. Und deshalb, wie gesagt, haben wir eine Hohlschuld bei Open Source und bei den anderen gibt es quasi eine Bringschuld und die bringen die Software und die Informationen und bei Open Source musst du dich selber informieren. Und jetzt, wo könnte man sich informieren? Da ganz kurz einige Beispiele, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Erstens mal, in der Schweiz haben wir seit einigen Jahren das Thema, die Domain opensource.ch lanciert. Das ist, versuchen wir sozusagen als umfassendes Informations- und auch Kommunikationsportal zu verwenden. Wenn wir da sehen, opensource.ch hat News,
hat, Sie können sich auch abonnieren, ein Newsletter, der einmal pro Woche verschickt wird mit allen aktuellen Themen. Es wird zusammengezogen von anderen Open Source Newsquellen und man hat da auch Job Descriptions und so weiter und hat sich da, kann sich dadurch sehr vollumfassend über Open Source in der Schweiz, im deutschsprachigen Raum oder auch weltweit informieren. Was seit gut anderthalb Jahren neu ist, ist dieses Open Source Directory, ein Verzeichnis, wo Firmen verknüpft mit Produkten, Open Source Projekten und verknüpft mit den Referenzen erfasst sind. Und da haben wir einiges an Wachstum verzeichnen können, dass da mehrere hundert Firmen nun jetzt eingetragen sind, dass sie dann schauen können, was bieten diese Firmen an für Services und können sich dann informieren. Oder eigentlich umgekehrt, wenn Sie jemanden suchen, der LibreOffice in der Schweiz unterstützen kann oder andere ein Open Source Projekt, können Sie sich an diesem Open Source Directory informieren und da Abfragen starten. Wir haben Videos und so weiter. Das Ganze wird auch ab April dann auf Französisch verfügbar sein. Also auch das Iran integriert ist, in Deutschland wird es verwendet von der Open Source Business Alliance. Also das soll in dem Sinn helfen, den kommerziellen Support von diesen Firmen zu, also in diesen kommerziellen Support von den Firmen zur Verfügung zu stellen. Dann, Rosemarie Quadranti hat es erwähnt, gibt es die parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit, die entsprechend sich auf politischer Ebene einsetzt. Auch hier gibt es ein Informationsportal digitalenachhaltigkeit.ch. Da haben wir in Bern beispielsweise zum Thema Open Source in den Schulen was gemacht. Oder wenn überhaupt irgendwann mal was zu Open Source läuft, auf politischer Ebene versuchen wir das hier abzudrucken. Wenn Sie was selber von Ihren Schulen oder sowas haben, können Sie es auch sehr, sehr gerne selber beitragen. Und auch hier haben wir mit dem Open Source Prinzip die News, können Sie selber auch erfassen, wenn Sie in Ihrer Schule, in Ihrer Umgebung neue Open Source Lösungen, innovative Projekte gestartet haben, können Sie selber einen Eintrag machen. Und ich schalte das dann frei, wenn es irgendwie kein Spam ist und dann kann die News da verbreitet werden. Dann, wie gesagt, der Verein CH Open noch ganz kurz in eigener Sache. Das ist der Jahresbericht, ist draußen aufgelegt und vor allem noch der kleine Prospekt. Da machen wir sehr viele Aktivitäten. Seit über 32 Jahren gibt es diesen Verein schon. Gerade kürzlich wurde dieser Open Source Award lanciert. Wir haben verschiedenste Aktivitäten und falls Sie noch nicht Mitglied sind, kann ich Sie einladen, da Mitglied zu werden. Und wie das auch noch gesagt ist, ist es nicht so teuer. 100 Franken im Jahr, da sind Sie regelmäßig auf dem Laufenden und unterstützen in dem Sinne diese Aktivitäten, die wir da haben. Educa ist eine weitere wichtige Informationsquelle für alle im Bildungsbereich, das ist klar. Fabian Hartwagen hat das erwähnt. Was ich hier besonders darauf hinweisen will, und hier nochmal den Link dazu, zu diesem Netzwerkanlass, der im Januar stattgefunden hat. Da auf diesem Link sind dann diese wichtigen Informationen auch enthalten. Was zum Beispiel in, dieses White Paper anbelangt, da haben Sie ein klares Statement noch, wie Sie in Ihrer Schule argumentieren können, wieso es eben Sinn macht, auch sowas im Bildungsumfeld einzusetzen, wo man wirklich sagen kann, gut argumentiert und verständlich ausformuliert. Dann diese Umfrage, das war sehr interessant, die stattgefunden hat, dass man eben sieht, dass sehr viele Schulen Interesse haben, positiv eingestellt sind, aber wenn man schaut, eigentlich erst wenig oder erst in vereinzelten Arbeitsgeräten Open Source eingesetzt wird, natürlich ausschließlich gibt es ganz wenig, beziehungsweise Kanton Genf setzt da ganz stark auf Open Source, aber sonst eigentlich niemand. Das ist richtig systematisch. Und das ist dann spannend auch zu sehen, was ist das der Hinderungsgrund, wieso nicht mehr Open Source Software in den Schulen eingesetzt wird. Klar eben an erster Stelle die Lehrenden, die in dem Sinn natürlich mit diesen neuen mit diesen Technologien auch auskommen müssen, aber auch damit es gar nicht, dass das gar nicht ein Thema ist, eben dass das wirklich nicht bekannt ist und so weiter. Also das ist eigentlich sehr gut in dieser Umfrage dargelegt, die Sie da auch herunterladen können. Was hier spannend ist, ja, was bräuchte es denn für Open Source an den Schulen zu fördern? Wenn man da schaut, so, das ist der wichtigste Punkt, eine Liste der empfohlenen Anwendungen und Anbieter. Und dann kommen wir eigentlich wieder zurück zum Open Source Directory, da könnt ihr genau das eben noch nachschauen.
Gut, so viel, genau noch ein Schluss, quasi die Schlussfolgerung dieser Netzwerkanalyse, auch das ist sehr gut dargestellt und ausformuliert, was könnte oder sollte man tun, um jetzt Open Source in der Schweiz im Bildungsbereich zu fördern. Wie gesagt, der Druck eine wichtige Informationsquelle, etwas, was gar nicht direkt mit dem Bildungssektor zu tun hat, aber auch immer wieder spannend ist, die Open Source DVD. Wer kennt die Open Source DVD? Auch schon einige, super. Es ist ein spannender Spagat, den wir machen, weil es ist eigentlich Software, die auf Windows läuft, aber eben alles Open Source. Und da kann man sich eben hunderte von sehr gut dokumentierten, sehr gut kategorisierten Open Source Programme anschauen, kann man schauen, was beispielsweise im Bereich Audio-Video für eine Auswahl getroffen wurde, gut dokumentiert, mit wo läuft das System, wo man kann es runterladen, gibt es irgendwelche Empfehlungen und so weiter. Open Source DVD kommt auch alle Monate so neu raus, kann man sich das Image runterladen und auf eine Zelle brennen und kann das einsetzen oder weitergeben. Eine andere praktische Plattform ist alternative2.net. Auf dieser Plattform haben Sie die Möglichkeit, einfach mal zu schauen, was gibt es für Alternativen zum Photoshop beispielsweise. Und kriegt dann eine Auswahl, kann noch gefiltert werden, nach beispielsweise dem Betriebssystem oder nach der Lizenz. Da ist eben nicht nur Open Source drauf, sondern eben auch die proprietären Alternativen, oder wenn man würde eine Umkehr suchen. Genau, und hat dann in dem Sinn die Möglichkeit hier sehr breit und aber auch trotzdem spezifisch die Alternativen auszuschauen, rauszufinden. Genau gleich das Prinzip osalt.com, Open Source as Alternative.com. Auch hier suchen Sie beispielsweise Visio, da schön rot markiert, Achtung, proprietär, und dann haben Sie unten die Open Source Alternativen und können dann eben schauen, was gibt es für Alternativen zu den einzelnen proprietären Systemen. Auch immer, also ich entdecke auch laufend neue Software, wo ich dich da dann auch einsetzen kann. Open Source Software Directory, auch hier nochmal ein Verzeichnis mehr. Also es gibt, wie gesagt, nur zum Aufzeigen, verschiedenste so Verzeichnisse, wo man sich informieren kann, was für Open Source Produkte eben auch für Normalsterbliche verständlich da beschrieben sind. Eine andere Informationsplattform ist das die Join-Up-Plattform von der Europäischen Kommission. Die informiert sehr aktiv eben über Entwicklungen in Europa, wie beispielsweise im Bildungsbereich in anderen Ländern, hier in Irland, Open Source im Bildungsbereich eingesetzt wird. Oder eine andere neue Meldung kam gerade auch. Also diese Meldung ist von dieser Woche und diese ist von Februar, dass Rumänien sehr stark auf Ubuntu setzt und so weiter. Solche jetzt einfach Informationen kann man sich auf JoinUp anschauen. Auch interessant wird, dass wenn man zum Beispiel schaut, was für Software stellt die öffentliche Hand selber zur Verfügung, da sieht man auf dem JoinUp-Portal eine Liste in der Kategorie Software, dass zum Teil zum Beispiel schon über 2700 Softwarelösungen aus der öffentlichen Hand als Open Source freigegeben wurden. Eben genau diese digitale Almende, diese Almende-Idee, die wir am Anfang gehört haben, wird hier gelebt. Man entwickelt es einmal und kann es an verschiedensten anderen Verwaltungen einsetzen. Und da können Sie, das ist dann häufig so Verwaltungssoftware oder Geoinformationssystem oder irgendwelche Beschaffungs-, keine Ahnung, was Software. Aber es ist trotzdem mal spannend zu schauen, was gibt es überall wo für Open Source Software aus der öffentlichen Hand. Sehr spannend ist auch OO.net. Auf dieser OO-Datenbank, also auf dieser riesigen Plattform, haben Sie über 660.000 Open Source Projekte registriert. Und zwar zeigt das einfach mal dieses Potenzial. Man geht davon aus, dass es rund 1 Million Open-Source-Projekte heutzutage hat. Und hier sind sie in einem kleinen Suchfenster verfügbar, also über die Hälfte davon. Und man hat dann nicht nur Informationen einfach, was gibt es, sondern man kann wirklich auch schauen, wer entwickelt daran, wie aktiv wird das Projekt entwickelt, wie viel ist es nur eine Person oder sind es mehrere Leute, die an dem Projekt entwickeln. Und OLO, die laden eben genau diese Source-Code Commits täglich runter und sie haben eigentlich quasi fast tagesaktuell
eine Aktivitätsstatistik, wie ein bestimmtes Open Source Projekt vorwärts geht. Auch spannend ist zum Beispiel Sachen zu vergleichen. Man kann sagen, ich will beispielsweise MySQL vergleichen mit MariaDB und Drizzle, also so ziemlich technisch, aber es geht um eine Datenbank und MySQL ist so das klassische Open Source Datenbank-Ding, aber das wurde geforkt. Der ursprüngliche Gründer von MySQL hat dann MariaDB gegründet und jetzt kann man schauen, wie stark entwickelt sich diese Alternative zu diesem Open Source Ding und dann kann man vergleichen, setze ich hier MySQL ein, also MariaDB oder Drizzle ist noch ein weiteres Fork. Man kann auch den klassischen Vergleich OpenOffice mit LibreOffice vergleichen, dann schauen, welches von diesen Open Source Projekten dann schneller vorwärts geht. Also da auch wieder, kann man schauen, da hat das 147 Entwickler, da 115 in den letzten 12 Monaten, hat eigentlich sehr detailliert dann eben diese Information sehr einfach zur Verfügung. Was ich auch regelmäßig lese, ist opensource.com. Das ist eine Domain, die zwar von Red Hat verwaltet wird, von dieser Open Source Firma, aber in dem sind sehr generell über Open Source Entwicklungen, Neuigkeiten und so informiert. Da gibt es auch eine sehr aktive Community, die Open Education, eigentlich genau das Thema, was wir heute auch von der Druck gehört haben, thematisieren und zeigen, eben, wie man in der Schule Hacking unterrichten kann und so weiter. Also das auch mit sehr viel internationale, auch auf Englisch, aber trotzdem relativ gut verständlich. Ja, das einfach kurz zu diesen verschiedensten Plattformen. Gibt es gerade eine Frage dazu? Eine Frage, was sind so Ihre Informationsbedürfnisse? Behalten Sie das im Hinterkopf, ich mache das schnell fertig und dann machen wir vielleicht kurz Diskussionsrunde. Noch ein paar Studien einfach da, dass wir es auch gesehen haben. Es gibt die Open Source Studie 2012 in der Schweiz, wo wir Umfragen gemacht haben bei verschiedensten Unternehmen, wie viel Open Source wird eingesetzt. Die wird jetzt für nächstes Jahr, gibt es eine Neuauflage, alle 3 Jahre gibt es eine neue Studie. Eine sehr zu empfehlende Publikation ist gerade von der Open Source Business Alliance, der Arbeitsgruppe Education Machine. Ich habe einige Exemplare mitgebracht, können sich gerne bedienen draußen, wo eigentlich das ganze Thema in so einen Referenzrahmen gemacht wird. Was ist Bildung generell im Bereich digital und insbesondere im Zusammenhang mit Open Source? Wir können genau diese Gedanken von heute werden da eigentlich verschriftlicht. Auch eine spannende Umfrage ist jeweils die Future of Open Source Umfrage. Das ist ein Survey, den es schon länger gibt, schon seit mehreren Jahren, der von der Firma Black Duck, die eben auch dieses OLAP-Plattform betreibt, gemacht wird und ein paar andere Beratungen. Da gibt es nächste Woche ist diese Ankündigung der neuen Resultate. Wenn man schaut, vom letzten Jahr beispielsweise, haben sie gefragt, wo wird Open Source künftig am meisten eingesetzt und ganz stark gehen Leute von aus im Bereich der öffentlichen Hand, Government, was dort eine wichtige Rolle spielen wird. Ich nehme jetzt mal an, dass Education auch darunter zählt. Gut, ein Artikel, den ich geschrieben habe vor kurzem in der Swiss IT Magazine, da ging mal die Fragestellung, kann man auch Geld sparen mit Open Source? Ja, man muss einfach schauen, wo und mit welchem Zeithorizont. Auch dieser Artikel ist online verfügbar. Und da nochmal abgedruckt, das Open Source Directory, damit man auch sieht, diese 152 Firmen, die in der Schweiz Support anbieten für Open Source, sind da nochmal aufgeführt. Gut, und weiteres Know-how, genau das ist das ganz Wichtige, versuchen wir auch diese Studien jeweils, wenn ich etwas finde auf dem Netz, stelle ich das auf opensource.ch. Sie können selber eigene Informationen, die Sie geschrieben haben oder die Sie gefunden haben, die in dem Sinn nicht einfach News-Charakter haben, sondern wirklich auch Know-how-Charakter, kann man da publizieren und dann kriegen alle diese Informationen dann regelmäßig zugeschickt. So viel, wie gesagt, mein Schnellzug-Tempo. Jetzt gab es da hinten, glaube ich, eine Frage oder einen Kommentar. Ja, ein Kommentar. Also ich finde es sehr gut, wie Sie da jetzt Werbung machen für Open Source. Und ich
sehe es so, also dass die kleinen oder mittelständischen Firmen dadurch gut gefördert werden. Ja, mein Kommentar. Okay, also, genau. Also ich bin leider keine Multimilliarden Marketingabteilung, aber wir versuchen eigentlich eben gerade mit solchen Organisationen wie CA Open diese Lücke ein bisschen zu füllen und Information, aber eben auch Kollaboration wahrzunehmen, was sich sonst einen marktwirtschaftlichen Anreiz hat. Ja, und dem sind wir dankbar. Ja, natürlich profitieren natürlich auch die großen Firmen davon, weil die Programme, die entwickelt werden, also wie für Windows oder Mac oder so, sind ja eine gute Ergänzung für die Betriebssysteme. Genau, also es ist ja nicht so, dass jetzt Microsoft selber Open Source nur blöd findet. Die haben ja selber ein Portal, das nennt sich Code, wie heißt das? Ich vergesse es immer zu der Codeflex, genau. Codeflex, das sind glaube ich rund 30.000 Open Source Projekte basierend auf Microsoft Technologien verfügbar. Und das ist immer noch spannend. Quasi da ist die Plattform unten, ist zwar proprietär und oben kommt ein Open Source. Es ist natürlich nicht optimal, aber es ist immerhin schon ein Zeichen, auch eine Microsoft versteht, mit dem zu arbeiten. Oder auch Adobe oder auch Oracle und so, auch die tragen ja zu Open Source bei, einfach nicht bei den Endprodukten, wo sie dann die Lizenzen verkaufen. Aber es ist eigentlich ein spannendes Ökosystem, wenn Firmen auf öffentlichen Gütern entwickeln und Geld verdienen und gleichzeitig Kunden können und sagen, wir wollen es gratis einsetzen oder sie kaufen dann halt eine Subscription für ein bestimmtes Open Source Produkt. Und da ist dann noch ein bisschen das Henne-Ei-Problem, was wir auch in der Pause diskutiert haben. Wenn natürlich noch keine Nachfrage da ist, gibt es auch kein Angebot. Und wenn kein Angebot da ist, gibt es auch noch keine Nachfrage. Oder ist erst sehr niedrig. Ich denke, da gibt es auch ein gewisses Marktversagen heutzutage. Und wir versuchen das auch von der CA Open ein bisschen zu stimulieren. Ja. Ja. Was macht Open Source Band gegen so Abstürze wie Solothurn? Und wenn ich jetzt hier im Netz lese, dann würde ich eben auch schon gerne. Dort wird auch gejammert, dass er eine mittlere Katastrophe, dass sie umgestellt haben auf Open Source. Und sie schauen jetzt in die Schweiz über und sagen, schauen sie auch durch. Die haben einen klaren Plan gehabt und die haben eigentlich gesagt, jetzt müssen wir die Reissleine ziehen. Also die Meldungen da, die häufen sich immer im Netz und irgendwie passiert dort kein Anspruch von Open Source. Ja, also gut, es gibt sehr viele so Beispiele, wo man sagen kann, es heißt ein Migrationsprojekt gescheitert. Ich habe keine Batterie mehr. Was man erstens sagen muss, man genau schauen, an was ist es gescheitert. War wirklich Open Source schuld, dass es gescheitert ist? Oder beispielsweise gab es organisatorische Mängel. Bei Solothurn war der Anspruch, beispielsweise mit dem Projekt habe ich mich sehr intensiv beschäftigt, dass man sehr viel Geld spart, möglichst rasch. Und dann hat man quasi gesagt, ja, dann stellen wir alles auf Open Source um. Und da kamen noch ein paar organisatorische Mängel dazu in diesem Projekt. Und das hat dann eben zu großer Unzufriedenheit bei den Benutzern geführt. Das ist dann irgendwann in die Medien gelangt und die Medien haben dann auch den Beitrag dazu geliefert. Und das ist dann letztlich nicht mehr einfach nur schwarz auf weiß, Open Source war schuld und darum ist man dann migriert. Es bleibt dann ein bisschen haften, oder es bleibt haften, es ist ein Fakt. Und das ist schlecht als Image und so, aber wenn man dann unter die Haube schaut, dann ist dann der Zusammenhang nicht mehr so klar. Es gibt ja auch sehr viele gute Beispiele. Open Source ist kein Garant, dass eine Migration, überhaupt Software, einfach so funktioniert. Open Source richtig eingesetzt, heißt aber eben, dass man mehr Freiheitsgrade hat, mit welchen Anbietern man arbeitet und so weiter. Und bei Solothurn muss man auch noch sagen, die brauchen ja heute noch sehr viel Open Source Software. Also ich bin mit dem Herrn Burke, Informatikleiter, hatten Solothurn in Kontakt und die setzen eigentlich noch weiterhin 80% Open Source ein auf den Servern und so weiter. Einfach die letzten 20% auf den Clients, auf den Arbeitsrechnern, das ist jetzt halt wieder Windows. Und bei München, die haben halt traditionell eine unglaubliche exponierte Lage, dass sie sich da gewagt haben, als große Informatik-Hochburg in Deutschland zu migrieren. Aber auch da muss man unterscheiden, was sind irgendwelche Gerüchte und Leute, die da schlecht darüber reden.
oder wo wird wirklich Sachen umgesetzt. Und da gab es vor einem Jahr, da gibt es laufend, gibt es ja Microsoft, die zeigen, dass alles viel teurer gekommen ist so und so weiter. Was man nicht sagt, eben, dass sie eine komplette Reorganisation in den letzten 10 Jahren den Einzelnen gemacht haben. Sie haben in allen Dienststellen dann die ganze IT zentralisiert mit der ganzen Open-Source-Migration. Also die haben eine komplette Reorganisation hinter sich und das geht halt ein paar Jahre. Ich denke, die Antwort der Open-Source-Community ist, dass es Projekte gibt, die wunderbar funktionieren, wenn man es richtig macht. Zum Beispiel die französische Polizei, Extremadura in Spanien, Bozen und so weiter. Also wenn man es richtig macht, dann ist es sehr erfolgreich. Dann ist es einfach weniger Politik als die Abstürze. Das ist schade. Die Medien sind gesteuert, das muss man wissen. Eben, da müsste man noch etwas machen. Also positive Open-Source-Projekte sind besser promoten. Definitiv, also ich bin absolut Ihrer Meinung. Unsere Antwort in dem Sinn eben ist dieses Open Source Directory. Da haben wir in dem Sinn 279 Referenzen, wo eben Open Source erfolgreich eingesetzt wird. Vielleicht nicht ganz so plakativ auf dem Client, wo man sagen kann, alles ist 100% Open Source. Aber es geht in Open Source, wie diese DVD zeigt, kann man ja auch auf proprietären Systemen einsetzen. Also man kann auch eine sanfte Migration machen, es gibt nicht nur die Big Bang Migration, wo man von 0 auf 100 dann wechselt. Und das, denke ich, ist wichtig aufzuzeigen. Und es ist halt immer schwierig beim Endbenutzer. Aber auch bei Windows Migration hat man auch Probleme oder Abstoßreaktionen. Ich würde gerne noch was sagen zu dem Thema Marketing. Du hattest ja dargestellt, dass eben große Konzerne wie Apple oder Samsung und so weiter eben enorm viel in Marketing investieren. Es ist, denke ich, ganz wichtig, dass alle möglichen Verbände, die Einfluss haben, ständig so gut es geht darauf aufmerksam machen, dass eben große Player wie Google oder Samsung, um mal rauszunehmen, der ihr ganzes Geschäftsmodell mittlerweile enorm auf Open Source gründen. Also sie verdienen einen großen Teil ihrer Umsätze, ihrer Gewinne machen sie mit Open Source Software. Ist ja bekannt, dass der Kernel letzten Endes nichts anderes als Open Source ist bei Android und das ist heutzutage der Marktführer weltweit. Das Problem ist also hier an der Stelle, dass zu wenig hingewirkt wird, dass zum Beispiel eben Google oder Samsung klar machen, dass sie ihre Gewinne mit Open Source Software machen. Ja, es läuft in massiver Weise weltweit irgendwo versteckt, aber es wird nicht promotet. Das ist ein grundsätzliches Problem, was wir haben. Das macht uns zum Beispiel auch beim API auf jeden Fall auch zu schaffen, dass wir einfach dadurch nicht diese Breitwirkung erzielen können, wie zum Beispiel Microsoft oder Oracle und andere. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir müssen leider Schluss machen, aber meine E-Mail-Adresse ist drauf, ihr kennt opensource.ch, dürft ihr da gerne euch gerne melden oder da weiter in Kontakt bleiben.